So, die grüß Gott, Kapuzenwurm hier und ja, servus. Und wir haben ja die Kapuze wieder geholt. Mache ich mich wieder auf den Weg. Wohin müssen wir eigentlich? Ja, Silent Hill fliegen, genau, das war unser Missionsziel. Jo, gehen wir einfach mal. Der fährt schon wieder, der dreht schon wieder seine Runden. Der Polizist. Wir schauen aber als erstes da rechts. Ich glaube, links ist der richtige Weg. Oder kann ich das auch runterholen? Das ist auch eine Leiter, oder? Hallo? Auf ihm, was? Also ein Stein. Na, ich mag keine Zieh. Was war das jetzt? War das jetzt bei mir oder war das jetzt? Keine Ahnung. Okay. Wurscht. Gehen wir einfach mal weiter. Wenn es hier gleich zum Brennen anfängt bei mir, ich weiß nicht warum. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Aufheben? Was kann ich da mal aufheben? Was ist da? Da ist ja nix. Na komm, das kannst du weghauen. Ich mach meine Bude an. So, gehen wir einfach mal weiter und scheiße nicht so viel da um und um. Ah, da kann ich, nee, da kann ich nicht rein. Gut, der einzige Weg, der ist dieser hier, so. Aber ich gehe, kann ich dahinter auch noch gehen? Boah, da ist so viel zum Entdecken eigentlich. Kann ich runterziehen? Nee, kann ich auch nicht runterziehen. Komisch. Genug Leitern zwar da, aber... Ich glaube... Was? Ah, wo bin ich hier richtig? Wo muss ich hier hin? Ich würde nämlich gerne als erster gerne den falschen Weg gehen, da mir sonst das eine oder andere Item fehlt. Das ist auch ein Spielplatz, genauso wie drüben. Steine aufheben, ne? Danke. Bin jetzt nicht so der Steinsammler. Ich sammle eh lieber kleine Köpfe. Was ist das? Was ist das so? Inventar öffnen. Was, muss ich da was reinstecken oder was? Ach so, ja, da muss ich was reinstecken. Vielleicht das Gemälde. Was ist das für ein Loch da? Da kann ich ja was reinstecken. Also ein Colt wird es nicht sein, ein Schlüssel wird es auch nicht sein. Das Gemälde hätte die Form, wenn man sich das so anschaut, aber ist... Oida, die gehen wir morsch. Ich werde den jetzt mal anhalten und mal den Polizisten spielen und sagen, hey, Moment, bleib mal den hier. Oder nicht, ich lasse einfach weiter cruisen. Wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Aha. Ja, na gut, dann gehen wir mal weiter. Schon wieder die scheiß Kerze. Ah, die verfolgen mich. Ihr verfolgt mich. Ihr blöden Kerzen. Nein, verfolgt dich nicht. Er verfolgt mich. Ich weiß das genau. Wo bin ich hier? Hallo? Is anyone there? No. Scheint keiner hier zu sein. Meine Nase ist wieder verstopft. Wie geil, zwar Nasenspray genommen, aber nichts genutzt. Was ist das Rote da hinten? Ein Lampenschirm. Ein Lampenschirm. Gut, es regnet wenigstens nicht. Das heißt, Monster können uns zwar angreifen, aber treten, glaube ich, nicht in der Häufigkeit auf, als wenn es regnet. Und das ist ja ganz okay. Also ich bin jetzt auch nicht so der kämpferische Typ. Ich philosophiere mal lieber über die Stadt, über die Leute. Ja, ich habe ja den Spoiler bekommen. Oh, also, weiß ich, ob das stimmt, aber mir wurde gesagt, dass... Moment. Ja. Oh, Aufstand im Schlaraffenland. Ich setze das ganze Land in Brand. Aufstand im Ryle State Prison endet mit 4 Toten. Ein Großaufstand in Ryle State Prison wurde spät in der letzten Nacht unter Kontrolle gebracht, nachdem Gefängniswachen unter Zuhilfenahme großer Mengen Tränengas, Gummiknüppel und Waffen die Einrichtung stürmten. Zum Zeitpunkt dieses Artikels wurden 4 Tote gemeldet, alle Häftlinge, deren Namen noch nicht genannt wurden. Nach einer gefährlichen Situation und einer ziemlich brutalen Konfrontation haben wir es geschafft, die volle Kontrolle über das Gefängnis wieder zu erlangen, sagte Direktor Glenn Milton. Sie können sich sicher sein, dass wir die Sache untersuchen und herausfinden, was uns noch wichtiger wäre. Und herausfinden, was uns noch wichtiger wäre, der Grund für diese unglückliche Störung der normalen Gefängnisroutine ist. Oh, hey, John, gib meinen Donut her. Bei dem Vorfall wurde eine Anzahl Wärter verletzt, einer davon sogar schwer. Ihre Namen werden aufgrund laufender Ermittlungen zurückgehalten. Ihr Vollgänger, stellt euch dem Gesetz. Ja, da kann ich nicht hin. Sah auf jeden Fall mal so aus. Gut, gehen wir weiter. Aufheben. Nee. Holzspieß brauchen wir nicht. Da haben wir schlechte Erfahrungen. Wer bist denn du? Öffnen. Poor little guy. Tschüss.
Final Fantasy. Was war denn jetzt los? Lass alle Vögel frei. Kommet her, kommet her, holt euch die Erlösung von mir. Zack, zack. Ich bin dein Herr und Meister. Fuck, ich schon hin? Ich dachte, das hält mir aus. Was für ein blödes Ding. Oh, da hinten, Mr. Epilepsy, Mr. Epilepsy. Hast du deine Freunde mitgebracht? Einen habe ich gerade getötet. Mr. Epilepsy, komm in meine Arme. Nein, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Komm her, habe ich gesagt. Ich habe ein Check-in für dich. Ah, nein, du lügst schon wieder. Ich weiß, dass ich kenne dich. Ich kenne deine Tricks. Nein, ehrlich jetzt, ich will dir nichts tun. Komm, nein. Na gut, wenn du das unbedingt willst, schau mal, was ich kann. Ich kann nicht zittern. Die Tabletten haben nichts geholfen. Nee. Ja, komm her, komm jetzt her, Mr. Epilepsy. Komm her! Nein, tu mir nichts. Oh, verdammt. Oh, okay, dann mach mal eben nichts hier so. Die Harpune war echt scheiße. Ich dachte, die hält mehr aus. Oh ja, nimm mal das da. Was ist das? Komm, ich will das rausziehen. Oh, ein Seil oder... Oh, da hier. Aufstand im Schlachterfland. Na komm, Mr. Epilepsy. Jetzt halt dich doch. Tut doch gar nicht weh. Oh ja, es tut weh. Ich kenn dich doch. Nein. Was ist los? Er ist ja voll... Voll friedlich eigentlich. Warum tut er mir nichts? Warum tut er mir wirklich nichts? Hallo? Ist es, weil ich den Vogel freigelassen habe? Bob, der Meister, können wir es schaffen? Bob, der Meister. Was hat er denn um den Mund? Das ist aber nicht so freundlich. Ich glaube, das tut weh, oder? Nochmal und zack. Jetzt ist aber Ruhe hier. Gut, Mr. Blipsy, das war's. Experience haben wir keine bekommen. So ein Pech aber auch. Warum hat der mir wirklich nichts getan? War das ein Bug oder gehört das so? Da kann ich auf jeden Fall rein. Will ich das? Ist das der richtige Weg? Wenn ja, gibt's hier nichts anderes zu holen? Ich meine, Medipack oder... Ah, Medipack. Siehst du, hätte ich das jetzt genommen, dann wäre mir das... Wär ich da jetzt reingegangen, wäre mir das wohl entgangen. Und da hinten kann ich doch auch, oder? Hallo? Ja, hier ist doch auch etwas. Like Indiana Jones. Hallo? Ist irgendwer hier? Habe ich hier etwas verloren? Nein, du bist hier schon ganz falsch. Geh mal weg hier. Jetzt bin ich aber erst recht neugierig, was hier los ist. Nix. Vielleicht muss ich doch da als erst... Ja, wo muss ich denn hin? Was mache ich hier? Die Karte. Nein, so nicht. Scheiße. So auch nicht, so. Ja, wie... Ah, warte, hier, ja, so. So, Mysterien. Karten. So, wo bin ich? Hier bin ich, so. Ich muss, glaube ich, nach links, genau. Aber, ja, genau, ich werde einfach in das Haus gehen. Ich meine, ich scheiß mich doch nichts. Ich bin doch ein alter Indianer. Ja. Gut, dann gehen wir mal da hinten, dann gehen wir mal in das Häuschen rein. Oh, da steht schon wieder wer. Was los? Aber tut die mir jetzt was? Nee, die geht auch weg von mir. Na, was ist los mit dir? Die tut mir nichts. Warum tun die mir alle nichts? Weil ich ihre Vögel freigelassen habe? Ist es das? Da habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen. Schweigen ist Gold. Hä? Komisch. Naja, was könnte das wohl sein? Ich meine, es gibt sicher Leute unter euch, die wissen das. Hallo? Ich dachte mir, ja, ich habe hier irgendwas gehört und habe mal gedacht, ich schau mal hier rein. Und bei euch schaut es ja ziemlich unaufgeräumt aus. Ja, Taschenlampe haben wir schon, aber nehmen wir noch eine. Kann nicht schaden, ne? Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, oder? Ist hier irgendein Feind? Zeig dich! Aufheben, ne. Wir haben die ja selber hier. Wenn das bricht, dann haben wir sowieso ein Stecken. Zeig dich! Was? Ich bin da immer so ein bisschen paranoid, weil ich nichts liegen lassen will. Was ist das? Zigaretten. Ja gut, die brauchen wir nicht. Mach auf hier. Auch nichts. Hier liegt am Boden etwas. Ein Sessel kann ich aufheben. Was? Kann ich aufheben? Was? Also ein Brecheisen. Ja gut, das nehmen wir auf jeden Fall mehr mit. So,
Radio. Na, no, bitte. Wie ist das, wie wird das mit dem Morgen? Modi. Ja, das hätte ich auch gerne. Ah, das ist ein Spoiler. Ich muss wahrscheinlich mit dem Boot rausfahren. Ja, ja. Wuhu! Ja, ja, ist mir egal. Oh, ja, Musik ist sowieso immer scheiße. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Das ist, oh, da wäre die Regel. Da hatte wer die Blutungen. Die Tage hatte er hier. Wer hatte hier, wer? Oh. Arme, ja, das ist halt immer so ein guter Mann. Das haben wir nicht. Das ist immer, ja, das ist, das kann, das finde ich eigentlich gut. Also ich meine, ja, das ist toll, dass wir das nicht haben und die Frauen haben das schon. Ja, shit happens. Nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist natürlich so, das ist ein bisschen ungerecht. Das ist genauso ungerecht, wie dass die Männer mehr Geld kriegen und gleich viel arbeiten. Und das ist auch irgendwie komisch. Also das, glaube ich, ist noch von früher und hat sich da noch... Hallo? Hat sich da noch irgendwie so ein bisschen eingebürgert, warum das eigentlich geändert wird. Ich meine, man müsste dann mehr zahlen und... Ja, und die Frauen würden uns wahrscheinlich in den Ruin treiben, dadurch, dass wir sie jetzt nicht mehr diskriminieren. Aber, tja, man muss halt Opfer gehen. Opfer eingehen manchmal, ne? Nein, natürlich nicht. War nur ein Spaß. Was ist da? Na, Kalender. Ne, Kalender brauchen wir nicht. Kalender haben wir genug. Ja, da gibt's Keller und da geht's rauf. Ja, die Musik ist cool. Die könnte mal ruhig ein bisschen lauter drehen, damit man das im ganzen Trakt hört. Geh mal. Runter ist immer, glaube ich, sehr schlecht, aber ich gehe trotzdem mal runter. Ich bin nicht bewaffnet. Obwohl. Hallo? Ein Tresor? Das ist eine Bank gewesen. Eine Bank! Das war mal eine Bank. Ja, natürlich. Da ist der Tresor. Oben war die Halle, sah irgendwie schon sehr danach aus. Wer ist diese Dame hier? Oh, die ist aber hübsch. Das ist aber eine hübsche Dame hier. Kann ich die Monitore anmachen, um vielleicht zu sehen, was hier passiert ist? Nein, kann ich nicht. Und auch sonst gibt es hier nicht sonderlich vieles zu sehen, oder? Nein, sonst gibt es auch nichts hier zu sehen. Also, die Spiele sind einfach nur geil. Also, ich hoffe, das Spiel geht noch lange, lange weiter. Weil es einfach viel zu entdecken gibt. Also, wenn ihr Spielevorschläge habt an mich, nur her damit. Und genau, ich weiß... Warte mal, mal kurz konzentrieren. Hallo? Gut, das kann ja nicht sein, dass hier eine Sackgasse ist. Ah, ne, hier war doch was. Da muss doch irgendwas aufgehen. Da, öffnen. Komm, mach auf. An alarm, of course. How could I be so stupid? Was? Oh, shit. Ich höre etwas. Und es kommt direkt auf mich zu. Fuck, warum habe ich den Scheiß jetzt gemacht? Es kommt direkt auf mich zu. Was war dann? Wo? Ich warte die ganze Zeit, dass ein Gegner kommt. Okay, dann komme halt ich eben. Ich bin schon da. Ich stell mich. No Police! Ich bin's! Ich habe nichts gestohlen. Ah, da. Das sind die Einbrecher da hinten. Nicht ich, ihr habt den Falschen erwischt. Stirb. Alle Vögel sind schon da. Das war der einzige Gegner jetzt? Die Police... Oh, warte. Ich brauche wirklich Hilfe. Ich habe doch gesagt, ah, das ist jetzt der Finderlohn. Ich bin im Radiosender im Studio. Ich habe die Türen blockiert und tue, was ich kann, um sie draußen zu halten. Okay, ich schwitze wieder ein bisschen, weil ich ein bisschen Angst habe, weil die Stille ist zerrissen und wenn die Stille zerrissen ist in Silent Hill, dann passiert meistens was. So ist das. Ja, that's it. Was ist da jetzt aufgegangen? Da hinten. Was habe ich hier? Medipack. Okay, ja komm jetzt, aber Alarm kann jetzt auch wieder ausgehen. Kann ich das von da unten vielleicht... Kann ich den Scheißalarm wieder ausmachen? Hallo? Kann ich den Alarm... Hier, komm, da muss doch irgendwo eine Steuerkonsole sein, wo man den Alarm wieder deaktivieren kann. Ah, komm. Das kann nicht sein.
Das hört sich, oder was? Oder ist es oben? Oder ist es oben hinten, wo die Frau die ihre Tage hatte, da vielleicht in diesem Trakt hier? Kann das sein? Oh fuck, hallo! Moment! Oh verdammt, zwei! Keine Chance, don't fuck with me, I said! Ja, und jetzt, ich glaube, die ist auch gefährlich. Komm her! Die sind gar nicht gefährlich, die machen ja gar nichts mehr. Was ist los? Weil ich den Vogel befreit habe. Ab dem Moment, wo ich den Vogel hier befreit habe, haben die mir nichts gemacht. Und ich töte sie dafür. Ich netter Bürger.